Kapitel 1. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Sie gehören weltweit zu den letzten 10.000 Überlebenden. Der größte Teil der Menschheit ist tot, aber alles andere ist weitgehend erhalten geblieben. Welches Wissen wollten Sie? Und Sie? Um schnellstmöglichst wieder auf die Beine zu kommen. Könnten Sie, wenn weit und breit kein funktionstüchtiges Exemplar mehr vorhanden wäre, erklären, wie man eine Uhr oder ein Mikroskop zusammenbaut? Eine Verbrennungsmotor. Wissen Sie, wie man Nutzpflanzen anbaut oder Medikamente und Kleidung herstellt? Wir haben jetzt ganz genau eine Stunde und 43 Minuten Zeit und werden Sie mit diesem Wissen überhäufen. Praktische Nutzanwendung. Einer glasartigen Röhre verschmelzt. Harmoniumnitrat. Lass mich jetzt dieses Säuberverfahren erklären. Ja, nein, das darfst du nicht. Wir wollten das Säuberverfahren überspringen, weil das gar nichts bringt, wenn die da draußen nicht wissen, wie man Glas herstellt. Ja, und? Du willst mir zwei Minuten erklären, wie man Glas herstellt? Mann, Sprengstoff! Ja. Ich sag's euch, wir haben gesagt, wir Sprengstoff überspringen und Glas im Übrigen auch. Ja. Also, Sie müssen die Lücken zwischen diesen Informationen, die wir Ihnen hier gegeben haben, jetzt selbstständig füllen. Wie finden Sie Dinge selbstständig heraus?